Das heißt also, ohne das Gewehr geht es nicht. So, und dann sagen sie, okay, und jetzt passiert eins. Jetzt macht das System im Hintergrund die Erzeugung als erstes der Gruppen. Es erzeugt die Position. Achtung, das Video ist nicht geschnitten. Es erzeugt die Position und legt das Ganze an. Und das, was er mir eben sagt, ist hier, er hat jetzt im Branchenmodell Holz 331 Positionen neu angelegt und er hat keine aktualisiert, ne, weil ich hatte ja alle gelöscht. Wenn wir das im Branchenmodell Holzner gemacht hätten, sind es ungefähr 370 Positionen. Unterschied ist, dass wir im Branchenmodell Holz für das Thema energetische Sanierung noch einen Bereich inhaltlich haben, der vorgesetzte Fassaden für die, dafür das Thema Bauen im Bestand beinhaltet. Das heißt also, vorgeständerte Fassaden mit Dämmebene für alte Massivhäuser, und das ist halt etwas, was im Branchenmodell massiv jetzt nicht drin ist. So, das heißt also, das, was wir jetzt gemacht haben, oder was das System sagt, was es uns gemacht hat, ist, es sagt, ich habe dir die Positionen angelegt. Gleichzeitig ist es so, wenn wir einmal auf den Dialog rechts gucken, sehen wir, wenn ich links auf einer Position stehe, dass hier gesagt wird, zugeordnete Zusatzpositionen. Das heißt also, die Funktion, die gerade ausgeführt wurde, hat nicht nur die Zusatzpositionen angelegt und die Gruppierungsebene angelegt, sondern sie hat diese auch mit den Preislistenpositionen verknüpft. Das heißt also, ich kann hier einfach sagen, nee, ich mache mal eins, ich gehe wieder auf meine Außenwände. Ich bleibe bei meinem EG-Pornbeton und sage, jetzt gehe ich einmal mit Go einfach auf die zugeordnete Zusatzposition. Und jetzt macht das System einfach nur eins. Es geht in die Struktur für die ganz normalen Positionen. Wir sehen unser Gewehr KWK-Ausschreibungsposition. Und wir sehen, Überraschung, ne, unsere Gruppenstruktur ist wieder da. Und wir sehen, die Positionen sind da. Und offensichtlich mit dem Go, wenn ich rüberspringe, ne, ist das Ganze miteinander verknüpft. Bitte Achtung, ich bin bewusst auf das Register allgemein gegangen, gehe wieder auf mein EG, ich habe ja ein bisschen rumgeklickt. Und was ich kurz zeigen möchte, ist, Sie sehen, es gibt keinen Preis. Okay? Ich hatte Ihnen vorhin ja kurz gesagt, ne, die Platzhalter hatten keine Preise, die anderen Positionen hatten Preise. Und im Moment, wenn wir das durchgucken, ne, ich kann, um es vielleicht noch deutlicher zu machen, einmal schnell auf die Preisebene gehen. Und dann sehen wir, hier auch in der Gruppe Außenwände, da sind keinerlei Preise da. Okay? So. Ich sage einfach mal Abbruch. Ich sage an der Stelle einmal schließen. Gut, das hätte ich mir jetzt schenken können. Gehen wir noch mal kurz in den Dialog rein. Also nochmal, das, was ich gemacht habe, ist eins. Ich habe die Zusatzposition automatisch erstellen lassen, inklusive der Gruppenstruktur, und das Ganze ist automatisch mit den Preislistenpositionen verknüpft worden. So, jetzt ist es so, ich habe, was das Thema Inhalte angeht, Ihnen ja auch gezeigt, es gibt oder es gab bisher Material, was angelegt wurde, es gab Leistungen, die angelegt wurde, das Ganze war automatisch verknüpft und hinter den Positionen hingen Stücklisten mit Preisen. So, und jetzt ist es so, es gibt eine Funktionalität, auch diese, ist wieder in einer kleinen Schaltfläche drin. Das heißt, oder die heißt Stücklisten auf alle Vererben. Jetzt kommt hier die Information für alle Preislistenpositionen, wieder egal in welchen Gruppen, werden mit dieser Funktion, wenn die Vererbung aktiv ist, sage ich gleich was dazu, die Lohnmaterialstücklisten erzeugt. Wenn nur eine Stückliste vorhanden ist, wenn Sie diese Aktion für einzelne Preislistenpositionen vornehmen wollen, nutzen Sie bitte die Funktion mehrere. Das heißt also auch hier wieder, das kann ich einmal generell machen lassen. Ich habe es mal gestartet, weil das dauert jetzt ein bisschen. Das heißt, ich kann das einmal generell machen lassen. Ich kann es aber in der anderen Variante eben auch für eine oder mehrere einzelne Positionen bewusst anstarten. Was bedeutet diese Stücklistenvererbung? Erster Punkt. In der Information stand dran, wenn es aktiviert ist. Das heißt also, wenn Sie einmal bitte rechts schauen, ich bewege mal, ne, die Maus jetzt hier um diese Funktion. Hier gibt es eine Checkbox, die heißt Stückliste an Zusatzpositionen vererben. Das heißt, wenn diese Funktion aktiv ist, dann passiert eins, dann wird von dieser Preislistenposition an die Zusatzposition diese Stückliste übertragen. Das bedeutet also, dass hinter dieser Preislistenposition entsprechend eine Stückliste steht. Sie sehen oben auch das Register Stückliste. Ich habe dort bewusst noch nicht hingeklickt. Und das, was jetzt das System macht, ist, dass es schlicht und ergreifend für alle diese 331 Zusatzpositionen, die wir gerade neu angelegt haben, jetzt diese Stücklisten überträgt, erzeugt und dabei auch noch eins tut, es legt die Materialien
und die Leistungen an, die für diese Stücklisten nötig sind, wenn diese, noch nicht existieren.